Debatte Markus Paschke für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Wesentliche bleibt ja bekanntlich am Anfang und am Ende einer Rede hängen. Deswegen lassen Sie mich gleich zu Beginn festhalten, Menschen vorzeitig in Rente zu schicken, widerspricht klar den Zielen dieser Bundesregierung, wie sie aus vielen Beiträgen der CDU, der CSU und der SPD auch wissen. Im Gegenteil, wir wollen, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genauso ihre Chance auf dem Arbeitsmarkt haben wie die jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Das ist das Ziel der Bundesregierung. Dafür ist es notwendig, dass wir in den Betrieben Voraussetzungen für altersgerechte Arbeitsplätze schaffen. Dafür ist es aber auch notwendig, dass die Arbeitgeber nicht nur über den Mangel an Fachkräften reden, sie müssen auch den erfahrenen Fachkräften auch wirklich eine Chance geben. Auch wenn diese Ende 50, Anfang 60 sind. Es ist in den letzten Jahren schon einiges in Bewegung geraten. Aber die Zahlen zeigen, da ist noch viel Luft nach oben. Hier sind die Arbeitgeber klar in der Verantwortung. Ältere Arbeitnehmer sind keine Bürde oder unternehmerische Belastung. Im Gegenteil, mit ihrer Erfahrung sind sie ein Gewinn für das Unternehmen. Wir brauchen endlich ein Umdenken in unserer Gesellschaft. Ein Umdenken, das die Leistungsfähigkeit nicht am Alter festmacht, sondern den Menschen mit seinen individuellen Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellt. Die Beschäftigungssituation älterer Menschen ist nach wie vor unbefriedigend. Denn weniger als ein Drittel der 60- bis 65-Jährigen geht einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. An dieser Stelle sollten wir uns vielleicht noch mal klar machen, über wen reden wir hier. Wir reden über ganz viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Lebensläufen. Wir reden über ältere Arbeitnehmer, die vielleicht 30 oder 35 Jahre in einem Betrieb gearbeitet haben und dann mit Ende 50 durch eine Insolvenz unverschuldet arbeitslos geworden. Häufig sind das Fachkräfte, die allein aufgrund ihres Alters oder weil sie in einer Branche gearbeitet haben, die überproportional vom Strukturwandel betroffen war, keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt erhalten haben. Spätestens nach 24 Monaten erhielten sie dann Arbeitslosengeld II. Viele von ihnen haben sich einen Rentenanspruch erarbeitet, der über der Grundsicherung liegt, wenn sie die Rente ohne Abschläge beziehen können. Wir haben aber auf der anderen Seite auch Menschen, für die es keine finanziellen Nachteile bringt, wenn sie vorzeitig in Rente gehen. Ich kenne mehrere Betroffene, die aufgrund von Krankheit, Unfällen oder anderen einschneidenden Lebensereignissen unregelmäßige Erwerbsbiografien hatten oder mit niedrigsten Löhnen Vorlieb nehmen mussten. Deren Rente wird sie niemals unabhängig von der Grundsicherung im Alter machen. Viele von Ihnen sind froh, wenn Sie sich nicht mehr den Regeln der Jobcenter unterwerfen müssen und in Rente gehen können. Ich habe den Kontakt zu den Menschen und ich rede ständig mit den Menschen. Und da kann ich Ihnen sagen, dass auch das wird an mich herangetragen und nicht nur die andere Variante. Aber von den beiden Beispielen, die ich gebracht habe, dazwischen und rechts und links davon und oben und unten, da gibt es ganz viele andere Einzelschicksale. Was wir nicht wollen, ist eine Ungerechtigkeit zu beseitigen und neue Ungerechtigkeiten zu schaffen. Deshalb ist Eile, wie in Ihrem Antrag gefordert, nach meiner Ansicht völlig fehl am Platze. Lassen Sie mich nun an dieser Stelle einige Anmerkungen zu dem vorliegenden Antrag machen. Seit Anfang 2008, das haben Sie richtig festgestellt, können Arbeitslosengeld II-Bezieherinnen und Bezieher
die das 63. Lebensjahr erreicht haben, vom Jobcenter aufgefordert werden, einen Rentenantrag zu stellen. Tun Sie dies trotz mehrfacher Aufforderung nicht, so ist das Jobcenter berechtigt, den Antrag selbst zu stellen. Bis hierhin fasst Ihr Antrag, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Linken, den Sachstand nach § 12a SGB II auch korrekt zusammen. Allerdings verschweigen Sie in diesem Zusammenhang auch Maßgebliches. Denn die Grundsicherung für Arbeitssuchende ist ein sogenanntes nachrangiges Fürsorgesystem. Hilfe bekommt, wer hilfebedürftig ist. Das ist, glaube ich, vom Grundsatz her auch richtig. Und hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst sichern kann. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes werden daher vorrangig eigenes Einkommen oder Vermögen herangezogen. Das beinhaltet grundsätzlich natürlich auch die Verpflichtung, mögliches Einkommen auch zu erzielen. Dazu gehören auch Versicherungsleistungen wie zum Beispiel die Rente. Aber das ist erstmal der Grundsatz. Und, meine Damen und Herren, Sie wissen, von jedem Grundsatz gibt es Ausnahmen. Und auch hier gibt es Ausnahmen vom Grundsatz der Nachrangigkeit für diese Fürsorgeleistung. In dem § 12a steht nämlich noch viel mehr drin. Und das verschweigen Sie in Ihrem Antrag leider auch. Es gibt nämlich Ausnahmen, dass erstens niemand vor dem 63. Lebensjahr gezwungen werden kann, vorzeitig Rente zu beantragen. Dass zweitens, wer arbeitet und aufstockende Leistungen bezieht, auch der muss keine Rente beantragen. Drittens, es gilt auch für diejenigen, die innerhalb der nächsten Monate eine abschlagsfreie Rente beziehen können. Auch die werden nicht aufgefordert, vorzeitig Rente zu beantragen. Und viertens, für diejenigen, die glaubhaft machen können, dass sie demnächst ein Beschäftigungsverhältnis aufnehmen, auch die müssen nicht in Rente gehen. Das alles relativiert die Zahl, die Sie genannt haben von 65.000 und die ich aus meiner Erfahrung, ich bin Mitglied oder war Mitglied im Beirat eines Jobcenters, auch grundsätzlich bezweifle. Denn so viele Fälle gab es da nicht. In den meisten Fällen, so kenne ich das aus dem Jobcenter, wo ich im Beirat war, waren diese Aufforderungen auch mit Absprache der Betroffenen. Diese Ausnahmen, das sage ich auch, stellen zum Teil sicher, dass keine wahllose und unzumutbare Verschiebung von einer Sozialleistung in die andere stattfindet. Ich sage ganz bewusst zum Teil. Denn natürlich muss man an dieser Stelle genau hinschauen, da haben Sie ja recht. Und derzeit wird bei den Aufforderungen der Jobcenter, Rente zu beantragen, zum Beispiel nicht berücksichtigt die Höhe des Rentenanspruchs, die dadurch entstehen würde, die Höhe der Abzüge, die dadurch entstehen würde, und auch persönliche Lebenslagen bleiben unberücksichtigt. Das alles kann zur Folge haben, dass Betroffene aufgrund der Rentenabschläge bei vorzeitigem Rentenbezug dauerhaft auf Fürsorgeleistungen angewiesen sind. Und das, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist wirklich ein Problem. Denn es ist weder im Sinne der Betroffenen noch im Sinne des Staates, wenn hier eine Bedürftigkeit neu geschaffen wird und diese dann auch noch im wahrsten Sinne des Wortes lebenslang. Bis zum Erreichen der Altersgrenze, das haben Sie richtig dargestellt, bestünde Anspruch auf Sozialhilfe und danach auf Grundsicherung im Alter. Diese Gefahr gilt es zu bannen. Und ich glaube, da sind wir uns in der Regierungskoalition auch einig, dass wir da konstruktiv an Lösungen arbeiten werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier muss mit Augenmaß und Präzision gearbeitet werden. Was wir nicht wollen, ich sagte es, ist eine Ungerechtigkeit beseitigen und 10 neue schaffen. Es gibt viele Dinge, die in diesem Zusammenhang abzuwägen sind. Viele unterschiedliche Lebensverläufe, die es zu berücksichtigen gilt. Aber das Ziel ist klar. Wir wollen möglichst wenige Menschen von Transferleistungen abhängig sind. Das
ist im Interesse der betroffenen Menschen und das ist auch im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und deshalb arbeitet diese Bundesregierung auch aktiv an Lösungen auf vielen Ebenen. Deshalb haben wir das Rentenpaket auf den Weg gebracht mit der Möglichkeit, ab 63 abschlagsfrei in Rente zu gehen. Das wird nicht allen, aber das wird auch vielen Betroffenen helfen, Abschläge bei ihrer Rente zu vermeiden. Herr Kollege Paschke, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Birkwald? Aber gern. Gut. Frau Präsidentin, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben eben die Rente ab 63 angesprochen und das Rentenpaket. Und ich gehe auch davon aus, dass Sie die Unbilligkeitsverordnung kennen. Die Situation benennt, wann der Paragraph nicht angewandt werden darf. Inhaltlich haben Sie ein paar schon genannt. Und Sie haben eben auch schon erwähnt, dass wenn jemand abschlagsfreie Rente in Aussicht hat, die Zwangsverrentungsregelung nicht gilt. So weit, so gut. Wenn jetzt die Rente ab 63, wie sie im Rentenpaket im Entwurf bisher so drinsteht, kommt, dann wird in Zukunft jemand, der im Jahrgang 54 geboren ist, der nämlich dann ab 63 Jahren und 4 Monaten abschlagsfrei in Rente gehen kann, wegen eines Monats, den er nicht schafft oder sie nicht schafft, in die Zwangsverrentung geschickt werden. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Die Abschläge sind dann übrigens schon 9,6% und das auch ein ganzes Leben lang. Dieses Beispiel, was ich jetzt gesagt habe, gilt für den Jahrgang 54, gilt auch gleichermaßen für andere Jahrgänge. Deswegen sage ich, nehmen Sie den Namen der Unbilligkeitsverordnung ernst. Diese Zwangsverrentungsgeschichte ist unbillig. Schaffen Sie sie einfach ab. Ich kann nicht erkennen, wo Sie da neue Ungerechtigkeiten schaffen, wenn die Menschen, die arbeiten wollen, so lange Arbeitslosengeld, in dem Fall dann Arbeitslosengeld 2, bekommen, wie Sie es für sich entscheiden. Lassen Sie den Menschen ihr Selbstbestimmungsrecht, dass sie selber entscheiden können, wann sie in die Rente gehen und wann nicht. Und sagen Sie mir einen Grund, der dagegen spreche. Dankeschön. Ja. Herr Birkwald, ich glaube, ich habe eben schon in meinem bisherigen Beitrag deutlich gemacht, dass wir das Problem durchaus sehen und dass ich habe jetzt gerade angefangen, einige Sachen aufzuzählen. Bei dem ersten, das war die Rente mit 63, es kommen gleich noch einige mehr, die ich erwähnen werde, Sachen zu bereiten, wo wir das Thema anpacken. Wir haben schon jetzt mit dieser Rente mit 63, wird es für viele der Betroffenen dazu führen, dass sie keine abschlagsfreie Rente bekommen. Und ich habe in meinem Beitrag ja auch schon gesagt, dass ich da ganz optimistisch bin, und das hat Frau Vosper-Kaiser ja auch vorhin schon gesagt, dass wir eine gute Regelung finden, die alle Angelegenheiten und alle Sachen auch berücksichtigt. Nur ich bin nicht dafür, dass wir das so wie in Ihrem Antrag hoppla hopp machen, sondern ich glaube, wir sollen da schon ein bisschen präzise und gut arbeiten. Und da können Sie uns vertrauen, da kriegen wir auch was hin. Aber ich habe gerade angefangen mit einem Beispiel, was wir tun, um die Situation der Menschen zu verbessern. Das war die Rente mit 63, abschlagsfrei in Rente zu gehen. Aber es ist ja nicht alles. Wir haben erhebliche Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente auf den Weg gebracht. Wir führen den Mindestlohn ein und erleichtern die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Wir werden den Missbrauch bei Leiharbeit und bei Werkverträgen bekämpfen. Und wir werden ein Gesetz für eine solidarische Lebensleistungsrente auf den Weg bringen. Sie sehen, wir haben schon viel auf den Weg gebracht und wir haben auch noch vieles vor. Viele Schritte zu mehr Gerechtigkeit und für viele Menschen eine echte Perspektive. Und deshalb sage ich, an dieser Stelle ist Eile völlig fehl am Platze. Um eine verlässliche und nachhaltige Regelung zu erarbeiten, braucht es Besonnenheit und verantwortungsvolles Vorgehen. Und das Ende Ihrer Rede. Gut, ich komme jetzt zum Schluss. Erst denken, dann handeln und reden. Das haben mir meine Eltern beigebracht. Und ein Satz, der, glaube ich,
in allen politischen Zusammenhängen immer wieder seine Gültigkeit hat. Und in dem Sinne bin ich überzeugt, werden wir gemeinsam mit unserem Koalitionspartner eine vernünftige Regelung finden, wie wir zukünftig Ungerechtigkeiten vermeiden. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege. Nächste Rednerin.